Viele wichtige Aktienindizes stehen jetzt direkt vor zentralen Widerständen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir haben gestern die Fortsetzung der Rallye an der Wall Street gesehen. Warum? Weil man sich sagt, okay, wir haben keine neue Entwicklung in Sachen Handelskrieg. Also fokussieren wir uns auf die Trauben, die jetzt schon relativ tief hängen, nämlich die US-Berichtssaison. Deswegen waren es Banken, die stark hossierten gestern an der Wall Street. Am Freitag ja JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, praktisch die große Eröffnung der US-Berichtssaison. Und man hebte die Erwartungen an die Berichtssaison weiter an. 23% sollen die Gewinne steigen im Vergleich zum Vorjahresquartal. Vorher waren es 20%. Also man wird jetzt noch ein Stück weit optimistischer, vermutlich zu Recht, denn die Zahlen werden natürlich schon aufgrund der Steuerreform sehr, sehr gut. Die Frage ist nur, was wird dann kommen als Ausblick? Das ist der entscheidende Punkt, um den es jetzt geht. Werden die Unternehmen sagen, oh, im dritten Quartal wird es schwieriger? Werden sie also faktisch sagen, das Hochplateau ist erreicht, der Hochpunkt ist erreicht, jetzt wird es schwieriger? Wir haben ansonsten eben diese Ruhe an den Märkten. Man fokussiert sich sozusagen auf das Kommende und versucht, das Vergangene so ein bisschen hinter sich zu lassen, solange da nichts wirklich Neues aufpoppt. Die Lage ist jetzt noch ruhig, bevor es dann am Mittwoch in Brüssel losgeht mit Donald Trump, der bei dem NATO-Treffen teilnehmen wird, dann gleich nach Helsinki am Montag weiterreisen wird. Da dürfte dann wieder ein gewisses Headline-Risiko reinkommen. Heute ist es erstmal ruhig. Wir haben den ZDW-Index, wir haben Daten aus UK, das war's dann aber, sodass heute die Bullen nochmal eine Chance haben und vielleicht diese zentralen Widerstände dann brechen können. Schauen wir uns die Sache gleich mal in den Charts an, nachdem ich Ihnen noch erzähle, dass Donald Trump einen neuen obersten Supreme Court Richter ernannt hat. Brett Kavanaugh, ein sehr, sehr konservativer, gilt als zweitkonservativster jetzt in diesem Supreme Court. Und das ist für Donald Trump insofern sehr, sehr wichtig, als der Vorgänger Kennedy, der noch bis Ende Juli im Amt ist, aus Altersgründen ausscheidet. Normalerweise werden diese Supreme Court Richter auf Lebenszeit ernannt. Der sagt, ich bin jetzt alt genug, über 80, ich höre jetzt mal auf. Und Kennedy war zwar Republikaner, aber eben nicht sehr berechenbar für die Republikaner. Der hat durchaus nach eigenem Gewissen mal geurteilt, mal sich eher liberale Positionen angeeignet, dann eher wieder konservative Position, war also auf ihn kein Verlass. Mit Kavanaugh, der schon mit Bush, George W. Bush sehr eng liiert war, der das Amtsenthebung von Clinton, das Amtsenthebungsverfahren Clintons damals schon maßgeblich mitgepusht hatte, ist das jetzt anders. Damit sorgte Trump dafür, dass er jetzt hier eine stabile Mehrheit hat. Und erinnern wir uns, es gibt ja in den USA nicht etwas wie hier in Deutschland etwa das Bundesverfassungsgericht, wo dann wirklich Dinge schlichtweg entgeurteilt werden, verboten werden, erlaubt werden etc. In den USA hat man nur den Supreme Court, der sehr stark eben von den Parteien dominiert ist. Und der Donald Trump ist ja auf dem Weg, praktisch schon durch vorhergehende Gesetze hier Sonderdurchgriffsrechte auf die Politik wie auch auf die Wirtschaft zu haben. Erinnern wir uns, die Zölle auf Stahl und Aluminium wurden praktisch mit einem Gesetz aus dem Jahr 1962 begründet unter Kennedy, das eigentlich den Freihandel begünstigen sollte. Und Trump hat in letzter Sekunde noch davor zurückgeschreckt, ein Gesetz aus dem Jahr 1977 zu aktivieren, das dem Präsidenten praktisch eine Art Wirtschaftsdiktatur erlaubt hätte, indem er hätte sagen können, diese Firmen dürfen das nicht machen etc. Da hat er nochmal davor zurückgeschreckt, weil kurz zuvor die Wall Street schwer unter Druck gekommen war. However, schauen wir uns die Chose mal in den Charts an und schauen uns also die Widerstände an. Wir starten zunächst mal mit dem Nikkei, der etwa heute 1% knapp im Plus ist. Man teilte den Optimismus in Asien überwiegend, den die Wall Street schon an den Tag gelegt hatte. Autowerte, Hightech-Werte sind es, die zulegen können. In China das Bild etwas differenzierter. Shanghai Composite so um und bei Null. Hang Seng diesmal im Plus. Wir haben in China Verbraucherpreise mit plus 1,9%, die in der Erwartung waren, aber höhere Erzeugerpreise mit 4,9%, hier nur 4,5% erwartet. Also schon leichter inflationärer Druck, der aus China kommt. Jedenfalls gemischte Vorgaben in Asien, überwiegend freundlicher Grundton, das nachbildend, nicht ganz nachbildend, was die Amerikaner gemacht haben. Wir haben gestern ja gesehen, dass zunächst der Dow Jones sehr, sehr stark unterwegs war.
bester Index. Aber dann kam ein Tweet von Donald Trump gegen Medikamentenkosten. Das hat dann die Pharma-Sektoren belastet, die Pharma-Aktien, die im Dow Jones ja mit United Health und Pfizer durchaus prominent vertreten sind. Dann stagnierte der Dow Jones und Nasdaq und S&P zogen ein bisschen nach, die vorher schwächer waren. Schauen wir uns mal das Bild an in den USA. Was ich hier meine mit den Widerständen, bevor wir zum DAX kommen. Wir haben hier den S&P 500, der jetzt bei 2790 ist. 2800 war das Hoch, das wir im März gebildet hatten. Seitdem sind wir an diese Zone nicht mehr rangekommen, haben es versucht. Jetzt der nächste Anlauf, hier sind wir auch schon an einem Widerstand, den wir schon im Juni gebildet hatten. Da sind wir sogar einen Ticken jetzt schon drüber. Aber diese 2800 ist auch psychologisch wichtig. Das Allzeithoch lag bei 2877. Im Januar, also relativ kurz vorm Widerstand. Dann schauen wir uns mal den Nasdaq an, der jetzt eine immense Rallye hinter sich hat. Von 7.000 Punkten kommend jetzt 7.307 Punkte, also 307 Punkte. Wir haben das Allzeithoch gehabt bei 7.334 und das war im Juni. Das war in der zweiten Junihälfte, also noch nicht so lange her. Dann kam hier dieser Abverkauf von fast 400 Punkten. Und dann eben diese Zickzack-Bewegung, die sich jetzt nach oben aufgelöst hat. Wenn wir uns das größere Bild beim Nasdaq anschauen, sehen wir ja hier im Januar, da war das Hoch nicht gewesen beim Nasdaq 100, sondern der hat immer wieder neue Hochs hier gebildet, immer wieder neue Verlaufshochs, Allzeithochs gebildet. Jetzt sind wir sozusagen nur knapp 30 Pünktchen eben von diesem neuen Allzeithoch entfernt. Schauen wir uns dagegen den Dow Jones an, sieht die Chose ganz anders aus. Hier sind wir damals 2017 aus diesem Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. Es ging steil rauf auf 26.700 und ein paar zerquetschte. Und dann kam dieser radikale Abverkauf auf 23.100. Jetzt sind wir bei 24.858, also in der Mitte des Niemandslandes. Ganz anders als der S&P, ganz anders vor allem als der Nasdaq. Also eine ganz andere Welt. Eine ganz andere Welt sieht der DAX auch derzeit. Wir sind rausgegangen auf X-Achs-Basis bei 12.566. Wir dürften bei 12.590 nach aktueller Indikation reinkommen. Damit schon knapp an dieser zentralen Widerstandsmarke, die in etwa verläuft bei 12.600 bis, sagen wir mal, 12.625. Diese Zone hier aus dem April, aus Ende Mai, aus Juni immer wieder wichtig gewesen. Das wird für den DAX jetzt eine zentrale Barriere, eine zentrale Hürde, die es zu überwinden gilt. Schauen wir uns mal die Situation am Devisenmarkt an. Sehen wir Euro-Dollar wieder etwas zurückkommend, 1,1741. Wir haben den Yuan wieder etwas stärker, 6,61. Wir haben die türkische Lira wieder im freien Fall, nachdem Erdogan ja sein neues Kabinett praktisch verkündet hat. Gestern ist er ja vereidigt worden und er wird seinen Schwiegersohn Al-Bayrak zum Finanzminister machen. Das ist derjenige, der schon im Verdacht stand, die Öllieferungen des IS in die Türkei organisiert zu haben. Ein absolute Nepotismuswahl also. Die Märkte sind entsetzt darüber. Die türkische Lira wird abverkauft hier von 4,50, knapp über 4,50 auf fast 4,75 ging der Kurs der Lira nach unten, respektive der Dollar zur Lira nach oben. Wir haben die Situation beim britischen Pfund, die ja derzeit sehr, sehr fragil ist nach dem Rücktritt von David Davis und Boris Johnson. Wohl aber kein Misstrauensvotum gegen Theresa May, die gleichwohl ziemlich unter Druck ist, auch zu Hause, nachdem man nur noch 29% einer Umfrage zufolge glauben, dass Theresa May hier die Verhandlungen wirklich erfolgreich führen kann mit der EU. Wir sehen den Dollarindex unter der 94er-Marke, sehen das Gold nicht wirklich profitieren kann, 1258, Silber 16,11 $. Heute hat Goldman Sachs gesagt, ja, die Metalle insgesamt sind abverkauft worden aufgrund der Sorgen um den Handelskrieg. Das ist ein bisschen overdone, das sollte jetzt eine Gegenbewegung geben. Wir sehen Öl bei 74,37 $, das amerikanische, und Brent stärker bei 78,64 $. Also, es ist der Optimismus über die anstehende Berichtssaison. Im Vorfeld werden die Dinge immer höher gehängt, die Erwartungen immer höher geschraubt, der Optimismus steigt, deswegen steigen die Märkte noch mit dem Rückenwind der Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die so ein bisschen ein Idealszenario dargestellt haben. Handelskrieg ist ein bisschen zurückgestellt, solange man davon nichts hört, ist er nicht der Fall. Und dementsprechend könnte heute die Party weitergehen. Risiken kommen dann ab morgen vor allem ins Spiel mit dem Auftritt von Donald Trump in Europa. Das dürfte dann immer wieder
ein paar nette Schlagzeilen geben und dann eben wird das Risiko vielleicht die US-Berichtssaison werden mit guten Zahlen, aber problematischen Ausblicken. Das dürfte die Quintessenz dessen sein, was da zu erwarten ist. Und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag. Bis dann, ciao.